Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Paper Mario und die Legende vom Äonentor. Wie ihr seht, habe ich hier mal die Karte geöffnet und da unten steht Sternblätter 80% und Insignie 100%. Ich scheine auf den richtigen Weg zu sein. Jetzt kommt ein großes Aber. Ich habe mal geguckt auf den Wegen, wo wir waren. Anscheinend haben wir bis jetzt alles eingesammelt. Was danach kommt, weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Aber ich denke mal, dass wir nicht das letzte Mal im Logartsburg waren. Und wir somit dementsprechend noch ein paar Mal hier sein werden. Dann gehen wir mal raus ins Unbekannte. Und tatsächlich sogar wirklich raus. Oh Mann. Natürlich, ich meine, ja, warum nicht? Okay, müssen auf jeden Fall springen. Multisprung werden wegen dem... Danke, Mario, dass du genau das, was du machen sollst, solltest, nicht gemacht hast. War mir ein Vergnügen. Allerdings, der Kiekskumba weg. Okay, der macht mir nicht so viel Schaden. Und ich kann tatsächlich den Multisprung rausholen. Das ist sehr... Es ist eigentlich sehr gut, wenn Mario das tut, was ich sage. Was er natürlich mal wieder nicht macht. Aber ja. Dafür kann Goopio jetzt alle treffen. Und wir haben nur noch einen Gegner, der uns angreifen kann und natürlich auch Schaden hinzufügt. Ich hoffe mal, dass wir bei Logart nochmal ein bisschen aufgepeppt werden. Und er macht jetzt nur noch den Panzerstoß, weil das reicht auf jeden Fall aus, um ihn zu besiegen. Und damit haben wir das doch geschafft. Wir haben 15 BP, wo wir verwenden können. Das ist sehr gut. Und haben noch relativ viel an... Oh, da ist noch einer. Ah, ich will den Erstangriff. Ich mag das halt nicht so. Oh, nein. Ja gut. Ich muss hoffen, dass ich alle runterkrieg. Das war mit Absicht, ihr müsst jetzt nicht hier weggehen, aber naja. So. Weil dann haben wir alle unten und einmal wenigstens Schaden verursacht. Ich habe das Gefühl, dass Gumbrina hier besser wäre. Bessere Wahl, aber naja. Macht nichts. Wir haben jetzt Goopio, es ist nämlich sein Level, es ist sein Vater. Und er soll uns natürlich helfen beim Retten seines Vaters. Aber ich würde sagen, für dich war es so oder so jetzt. Du wirst nicht mehr viel machen können. Weil ich würde ganz gerne die Items für Logart aufbewahren. Und ich hoffe halt, dass wir uns doch vor Logart komplett heilen können. Ich gehe mal auch davon aus, dass das so ist. Ich meine, die sind nicht so... Ja gut, selbst Zelda... Was haben wir hier? Haben wir hier was? Nein. Selbst Zelda ist es so, dass man sich immer kurz vom Bosskampf heilen kann. Und wenn euch der Part gefällt und ihr mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin beim Video und beim Kampf von Logart. Oh nein, 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 nein. Ja, ich habe den Erstangriff. Oh. Ich mag das nicht, wenn die da stehen. Und noch ein Pieks. Guck mal. Okay, Mario. Wir müssen uns tatsächlich auf ihn konzentrieren. Mario, also, du bist wirklich...
Also wie kann man sein? Ich verstehe das nicht. Vor allem jetzt verwendet er. Hast du toll gemacht, Mario. Hast du super gemacht. Nichts kannst du. Ich hoffe so, dass man sich bei Logan wirklich nochmal heilen kann. Das Problem ist, ich habe noch nicht mehr einen Multisprung. Das heißt, wenn die mich attackieren, dann attackieren die mich. Dann habe ich keine andere Wahl. Jetzt muss ich aufpassen, dass mir das Fauxpas mit dem Blocken nicht nochmal passiert. Jawohl. Nein, tatsächlich tut es das nicht. Die machen wir auch mal schnell auf den Buckel. Das Problem ist, du kannst nur Panzerstoß momentan und hab zu früh losgelassen. Aber egal. Okay, ich habe ein Herz bekommen. Naja. Besser als nichts, ne? Das Bingo habe ich überhaupt nicht drauf. Zwei Herzen zieht dieser Goomba hier ab. Aber dafür lebt er nicht mehr lange. Ne, ein. Okay. Tja, also null. Dann auf zum Hammerstoß. Und damit ist er auch erledigt. Mit so viel Energie, wie wir haben, und zwar fast gar nicht, können wir eigentlich Logart vergessen. Wenn wir uns da nicht heilen können, haben wir ein kleines Problem. Und wir können uns heilen für 6 Münzen. Prima. Ja gut, Sternpunkte haben wir noch voll. Okay. Dann wechseln wir tatsächlich auf Gumprina. So. Jetzt hab ich's. Weil wir noch Logart scannen müssen. Und ja. Ich mach mal kurz den hier weg. Was wollt ihr? Ist das anscheinend ein Logart? Ja, Logart? Hoffentlich zeigt sie, ob sie Mädchen oder Bäbchen. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr denn nie genug? Wer ein Mann oder eine Frau ist? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Weiß ich nicht. Und dann solche Winzlinge. Ihr seid ja nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet. Yo! Ah, gut. Manche mögen das. Ich werde erst eure Füße ablecken. Dann röste ich euch und dann... Ja? Und dann... Panik? Okay, warum ist dieses Ding so groß? Ah, Zeit für einen Miss, wen soll ich zuerst abknabbern? Flucht in diesen Kampf nicht möglich. Gumprina, bitte scannen. Ah! Okay, das ist Logart. Maximal KP 20, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Logart beherrscht Stampf- und Beißattacken und sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in die Endlinge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit oh nein, es endet. Es gibt einen Orden, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Und ich kann keinerlei... ja, das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Ich kann keinen Orden mehr anlegen. Daran hätten wir denken müssen. Heißt, ihr seht ein Game Over. Mit Absicht hergerührt. Weil wir können wirklich nichts machen.
Weil, ja, sie ist gegen alles gewappnet, weswegen wir nur noch Show-Einlagen machen können. Und hoffen, dass es nicht so schmerzvoll wird. Ich finde es schade, dass ich nicht hier einfach sagen kann. Kann ich wirklich nicht? Nee. Ich gehe zurück, weil man das vergessen hat. Riesenkritik darf nicht sein. Also, so abgestraft, wie sie es jetzt machen, ist definitiv kritikwürdig. Den Tod sehe ich tatsächlich, nehme ich nicht an. Wobei, es gäbe noch eine Möglichkeit. Ja, es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar sehen wir uns gleich wieder im Kampf mit dem richtigen Orden. Einen Moment. So, wieder verlogert. Und zwar jetzt mit Absicht. Ich habe einmal den Orden angelegt. Und zwar war mein Trick einfach, das Spiel neu zu starten. Weil ich wollte jetzt auch nicht warten, bis der Kampf fertig ist. Weil sie hätte mich öfter noch geschlagen und wir hätten den Lebenspilz verloren. Fand ich ein bisschen blöd. Aber das ist so ein Trick, wenn ihr das vergessen habt. Der Speicherblock da vorne ist nicht umsonst da. Und dafür müssen wir jetzt natürlich das Video halt nochmal neu ansehen. Ich glaube, das hätte man so oder so gemacht müssen. Und letzten Endes, wenn man stirbt, hätte man so oder so neu starten können. Also es macht keinen Unterschied. Ich weiß nicht, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es eingetragen wird, wenn man stirbt, ob es da eine Statistik gibt. Wenn ja, müssen wir uns den Tod leider zusätzlich draufholen. Da bleibt nichts anderes übrig, das müssen wir definitiv dann, daran müssen wir denken. Weil wir haben genau einen Tod jetzt offiziell. Auch wenn das ein bisschen A-mäßig ist, dass man tatsächlich keinen Orden im Kampf anziehen kann. Aber wir müssen das jetzt akzeptieren. Und können aber jetzt Logart versuchen zu schaden. Und ich würde sagen, auch die kann ich angreifen. Können wir doch mal einfach ihre Schnauze an. Hier geht, da quakt ja ein Frosch. Wieso hat er das gewusst? Sofort aufhören! Ich ekle mich vor Fröschen, seit ich mich mal an einem verschluckt habe. Ah! Ich muss nur dieses Quaken hören, schon fühle ich mich ganz schwach. Ah. Okay. Da steckt das also dahinter. Und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Austausch auf Pupio. Und das nicht umsonst. Kupio hat mehr Verteidigung und ist aber auch ziemlich schnell wieder down. Die ganzen einzelnen Partner haben leider nicht viel. So, 16. Also das Fuß ist auf jeden Fall etwas, was wir uns vornehmen sollten anscheinend. Und ja, ich höre das Quaken. Meine Kraft lässt nach. Das ist gut, das ist positiv. Sehr gut. Na, ihr beiden, macht so weiter. Und wir kriegen Logart in. Ich darf es nicht laut sagen. Was passiert eigentlich, wenn ich den Kopf angreife? Mache ich auch Schaden. Okay, Kopf und Kralle darf man angreifen. Wenn wir uns verteidigen, kriegen wir keinen Schaden mehr. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, greifen wir doch mal mit dem Hammer an. Im Fuß. Ich denke mal, da muss doch noch was kommen, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit war. Aber Pupio schlägt sich gut, also das muss man sagen. Der macht das sehr gut. Der Fuß ist dir so gut. Nee, Hammer hat nicht viel gebracht. Machen wir nochmal den Multisprung. Ach, Multisprung. Den normalen Sprung. Gegen Bingo. Beziehungsweise haben Glück auf dem Bingo. Natürlich nee, hat es nicht geklappt. Aber wie gesagt, das hat auch geklappt. Prima.
Pupio? Sie hat noch 3 Leben. Sie hat noch 1 Leben. Ich nehme an, da kommt noch was. Das war's definitiv nicht. Nee. Moment, was soll das? Wartet halt, ich kapituliere. Bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarmen. Also gut. Du hast gewonnen, du solltest 10.000 Münzen bekommen. Na, wie war's? Wie ist das? Ich brauch den Stern. Tut mir leid. Du willst also keine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Dieser Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir das? Sie will uns triggern. Definitiv. Das hat auch Gumbrina gesagt. Also nein, wir brauchen den Sternsplitter. Gut, dann darfst du an meinen Weißklauen riechen. Ew, nein. Du willst doch bestimmt den exquisiten, würzigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Igitt, niemals. Was für ein misstrauischer kleiner Giftzahn. Dabei ist Vertrauen doch so wichtig in der Welt. Jetzt hilft nur noch eins. Was hast du vor? Was macht sie? Was zum? Sie hat uns... Wie schrecklich! Ja! Oh, jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Unschämt, lass diese Drachen rasch besiegen. Ja, ich... Hallo! Okay, Kupio. Zeig, was du drauf hast. Auch wenn es uns nichts mehr viel bringt. Riss dir einfach meine... Hallo? Ich... Dieses Quark macht mich so unglaublich schwach. Ja, das sieht man. Oh mein Gott. Hat die einfach unsere ganzen Zuschauer gefressen? Umgebracht? Ja, sie hat sie noch nur gefressen. Ob es das mit denen war, weiß man nicht. Aber sie ist viel zu schwach. Sie kann uns nicht mehr viel Schaden anrichten. Was gut ist, denn Kupio macht sie fertig und das ist doch ein schöner Finish. Wenn das kein Like wert ist. Aber ich... Ja, mach. Das gab viel. 30 M-Punkte und nochmal 100 Münzen. Wie gesagt, leider Gottes auch ein Tod. Wenn es eine Statistik gibt, wird sie nicht da auftauchen, der Tod. Ist schade. Geschafft, Mario. Und jetzt müssen wir nur noch dein Sternjuwel finden, Mario. Sie ist noch nicht tot. Sie musste erbrechen. Endlich wieder frische Luft. Aber... Vater! Siehst du, das ist doch ein schönes Treffen. Oho, das ist doch mein kleiner Kupio. Kommt mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen worden in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meine Jagd nach Logoth bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logoth hat mich überlistet und gefressen. Wie unsere Zuschauer? 10 Jahre habe ich in ihrem Wanst verbracht, im Schutz meines Panzers. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ist, ich lebe und wir sehen uns wieder. Das stimmt. Übrigens, Kupio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesen? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logoth zu töten und das Dorf zu befreien. Was denn sonst? Und dann ist da ja noch Mario. Er ist auf der Suche nach einem Sternjuwel. Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Sternchen? Ja! Was ist das?
Das habe ich in Logats Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir. Und das habt ihr also gesucht? Das passt ja wunderbar. Hier für dich. Oh. Du musst dich nicht genieren. Du bist Kopiers Freund. Also nimm schon. Oh, wie nett. Und damit haben wir den Sternjuwel erhalten. Deine Sternenergie beträgt jetzt 2. Mario lernt die Sternattacke Maxi-Beben. Damit ist das Kapitel geschafft. Oder doch nicht? Nach dem Sieg über Logoth fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logoth kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kopio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wiederzusehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Oh! Anscheinend gibt es noch eine Besonderheit. Ein Switch zu... Na, ja, das hört sich interessant an. Prinzessin Peach. General, wir haben Prinzessin Peach. Wer ist das? Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Prinzessin Peach. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Dann los zu leugnen, wir wissen, dass du diese Karte hast. Sag, was du weißt, das ist besser für dich. Wir Kursionen sind nicht gerade geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Das ist also der böse Bösewicht. Logoth Sternjuwel wurde von einem unbekannten Person entwendet. Was? Ist das noch jemand hinter den Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logoth besiegt? Jawohl. Wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bärtiger mit roter Mütze und blauen Latzhosen. Mario! Oh, Peach. Mario, Ups. So, Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wachen bringt sie zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Aber passt auf. Fass das Schätzchen nicht zur Gruppe an. Zu Befehl. Was ist das wohl für eine Anspielung? Fantasie überlasse ich wie immer euch. Wenn euch bis jetzt der Part gefallen hat, lasst kein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Und es geht weiter. Also, Grossillos. In dieser Mario die Karte hat... ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihn unbedingt zuvorkommen und der Sternjuwel zuerst finden. Zunächst Ding ist der Wunderwald. Verstanden, nicht zu Befehl, Herr General. Ich frag mich, ob Crusellus alleine der Sache gewachsen ist. Hey, du da! Sie haben gerufen, Herr mein General. Bring mir das Schattentrio. Das Schattentrio, aber die sind doch... Egal, ruft sie sofort. Zu Befehl. Okay. Du suchst nach uns? Wir sind schon da. Ah, ja. Und? Hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilda. Nur weil Peach damals nicht geschnappt habt, konntest du die Karte diesen mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich. Da waren viel zu viele Leute. Außerdem kam noch ihr Begleiter, dieser komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und die Karte bringen? Ich bitte darum. Für unser Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden auch die notwendigen Infos über Mario geben.
Also gut, Brunhilde, ihr werdet ihn also fertig machen. Zur Info, hier hat Nintendo was eingebaut mit einer der Schattentrios, Barbara. Ich weiß jetzt nicht, welche das ist. Sie ist eigentlich ein Mann. Also im Original kommt heraus, dass sie ein Mann ist. Und der Rest sieht selbst, was passiert. Auf jeden Fall fühlt sie sich wie eine Frau und verkleidet sich wie eine Frau, wie man da sieht. Auch Barbara ist ja auch eher ein weiblicher Name. Aber eigentlich ist sie als Mann geboren. Wir werden dir bald Erfreuliches berichten. Also gehen wir, Roberta, Barbara, an die Arbeit. Gut, das war auch der richtige Name. Ja! Okay, und jetzt wieder dieser Monitor. Oh nein, schon wieder gefangen. Und Marion Totsdorf werden sich sicher Sorgen machen. Aber wo bin ich hier nur? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Und diesmal nicht vom Bowser. Bowser. Was haben wir hier? Eine Tür. Ein Bad. Sieht ganz frisch und sauber aus. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Oh ja, das hat jemand aber penibel sauber gemacht. Na? Oh, ob ich das wohl benutzen darf? Okay. Hihihi. Okay, aber sie wird beobachtet. Es hat gut getan. Frage ist, was machen wir jetzt hier? Waffen? Es ist weicher als erwartet. So werde ich immerhin bequem schlafen. Vielleicht hier raus. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Was war das? Die Tür hat sich ja von selbst geöffnet. Okay. Niemand da, oder? Bin nicht zu funktionieren. Hätte ja sein können. Seltsam. Jemand will uns dahin locken. Also jemand ist hier. Guten Tag, Peach. Wer war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer Tech XX. Nenn mich einfach Tech. General Crucius schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius? Das war sicher dieser blöde Kerl von vorhin. General Crucius ist nicht böse. Er ist großartig. Er hat die Prinzessin dafür. Das ist ja gar nicht böse. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Ich stimme dir ausnahmsweise zu. Aber weshalb hast du mich hierher kommen lassen? Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu übersitzen. Unverständlich. Signale durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist, Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will. Ursache unbekannt. Als perfekte Computer muss ich irgendwie diese Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Du hast mich gerufen? Mich ansehen? Mich kennenlernen? Sind da Gefühle ins Spiel? Du bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein. So etwas, also, kann ich das sagen?
Bitte sag es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Eingebildet, ja. Es darf nicht geben, was ich nicht verstehe. Aber so etwas, bist vielleicht verliebt? Mich? Verliebt? Liebe unbekannt. Du kennst keine Liebe? Liebe ist... Du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr beiseite stehen, wenn es ihr schlecht geht. Glücklich, Spaß, Definition dieser Worte unbekannt. Unmöglich, dass ich als perfekter Computer etwas nicht begreife. Kann passieren. Begreifen? Das kann man wohl nicht. Na, das stimmt. Prinzessin Peach, Begriff Liebe bitte näher erläutern. Was? Was ist auf einmal mit dir los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Bitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Bitte dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann natürlich nicht gewährleistet werden. Was redest du denn da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hier herzitiert und soll dir erklären, dass was Liebe ist? Das muss ich mir gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert, sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Dick muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden, bitte Wunsch eingeben. Darf ich mir wirklich etwas wünschen? Dann könnte ich jemand eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich? Einverstanden. Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mailfunktion erteilt. Bitte mit die Tasten Empfänger und Nachricht eingeben. Woher hat sie Marius E-Mail? Hier, oder? Gut, ich schreibe etwas. Fertig, kannst du sie abschicken? Das geht ja ziemlich schnell. Nachricht verschickt. Für heute kannst du in deinem Zimmer zurückkehren. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Na, jetzt geht's wieder automatisch. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Peach. Okay. Das jetzt müsst... Ich hab's ein paar Folgen schon gesagt. Bowser haben wir nicht gesehen, aber auf der Münze war er. Und anscheinend können wir ihn jetzt spielen. Also ich mag Bowser, ich finde den Charakter ziemlich, auch wenn er Peach führt, aber mich gut. Cool. Er wird halt missverstanden. Sagen wir es mal so. Platz da, ihr Wichter. Es ist Zeit für meinen Auftritt. Aber ich frage mich, wieso Cammy Cooper mich wohl gerufen hat. Ihre Finsterkeit, Cammy Cooper, wird sie doch in jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr wohl so lange am Ende des Schlosses warten? Cammy Cooper wird jeden Augenblick hier sein. Ich habe mal gesehen, wie Bowser ein voll süßes Foto von Peach anwimmelt. Oh. Also, wie er das so an... Ich dachte, das wäre Bowser. Also, wie er das so anschaut, sei er das wie... Oh! Ah! Eure Verschlagenheit! Hä? Was redest du über mich? Ich bin euer Chef und kann euch nicht verbrennen. Böse. Eure Unschlagbarkeit. Ich trainiere jeden Tag hart für die große Welteroberung. Wer denkt er mich, wenn es ernst wird? Sehr schön. Vergiss mir dabei nur nicht die Arbeit. Okay, kann ich eigentlich hier was machen? Perfekt. Ein rundum gelungenes Kunstwerk. Wenn ich erst die Welt erobert habe, werden diese Stadt dann überall stehen. Herr Geran. Klinikheit,
Bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Saals. Ich weiß. Ich will doch wissen, was ihr sagt. Lang lebe König Bowser! Ja, okay. Sagen nicht viel. Seid mir gegrüßt, eure Schreckhaftigkeit. Hat sich nicht erschrocken. Egal. Verzeiht mir, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise. Kemi Cooper, du alte Hexe, sag mir schnell, warum du mich hier sprechen wolltest. Bitte bleibt ganz ruhig, eure Rastlosigkeit. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Rohlingen gesehen. So hört man. Was? Was interessiert mich dieser Mario? Und du wagst es, mich wegen so einer Lappei zu stören. Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Einen Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen. Sternförmige Edelsteine, sagt man. Ich versuche gerade etwas über diesen Stern herauszufinden, aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwelen? Wie sollte ich mir krallen, wenn sie mir zur Weltherrschaft verhelfen können? Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf den Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich. Eure Wohlschlankigkeit. Mögt ihr vielleicht ein Rührei? Ja. Ich liebe Rührei, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, euch dazu begrüßen zu dürfen, eure Rastlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltherrschaft erlangen. Er rastet ein bisschen aus. Aber beruhigt euch! Doch, eure Reizhaftigkeit! Was ist denn? Was? Ist das wahr? Oh, jetzt auch nicht. Es ist etwas Wurschbares passiert. Prinzessin Peachin ist in Rolling entführt worden. Was? Bist du dir ganz sicher? Wer wagt es? Diese Rohrlinge. Meine Seiten sind mir noch nicht bekannt. Aber meine Untergebenen führen im Augenblick genaue Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass die Prinzessin entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu führen. Niemals, unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rolling. Wir müssen Peach retten. Die Arme. Eure Waghalsigkeit, so warte doch. Und da fliegt er davon. Zurück zu Mario. Und damit speichert das Spiel. Gupio, du also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater. Ich will mit Mario zusammen diesem Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein starker Koopa werden. So wie du, Vater. Gut gesprochen. Du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur nicht eins. Du bist mein Sohn, Gupio. Und ich bin dein Vater. Gupio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du ein geriefter Koopa zu mir zurückkehrst. Und denk daran, du kannst immer herkommen, wenn du etwas brauchst. Oh, keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank, aber jetzt müssen wir los. Das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario.
Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal zurück nach Rohlingen. Erinnerst du dich, Mario? Der Besitzer der magischen Karte hatte diese vor nie unter in die Höhe. So, dann werden die Sterne Ihnen den Weg zu dem Sternjuwelen weisen. Es gibt eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt den Weg zum nächsten Sternjuwel, so ist es überliefert. Wenn wir also dem Sternjuwel zum großen Tor vorzeigen, werden wir dann auf die magische Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist. Ja, das muss es sein. Los, los, lass uns gehen. Okay, ich suche jetzt direkt mal einen Speicherblock. Denn ich würde sagen, wenn euch der Park gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer macht. Macht es gut, haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu EndGat. Wie immer bekommt ihr rechts am Foxy ein von YouTube generiertes Video und links von Foxy kriegt ihr die Playlist und in der Mitte von Foxy auf Foxys Bäuchlein könnt ihr mich abonnieren, wenn euch mein Kanal gefällt, wenn euch meine Projekte gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer macht. Macht es gut, haut rein, ciao!